Im Fall des verheerenden Brandes in einem Containergebäude für Flüchtlinge in Rottenburg am frühen Morgen gestern steht jetzt zumindest eines fest. Brandbeschleuniger ist nicht verwendet worden. Trotzdem wird weiter in alle Richtungen ermittelt, also auch in Richtung eines fremdenfeindlichen Anschlags. Der abgebrannte Teil des Containergebäudes in der Rottenburger St.-Claude-Straße. Bereits gestern haben dort Kriminaltechniker und Sachverständiger des LKAs die Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse. Das Feuer, dem 84 Menschen knapp entkamen, ist wohl im Treppenteil des östlichen Gebäudeteils ausgebrochen. Von dort hat es sich auf andere Container ausgebreitet. Und, wichtiger, Brandbeschleuniger als Brandlegungsmittel wurden nicht verwendet. Bezüglich der Brandursachensuche wird aber weiter in alle Richtungen ermittelt, also auch in Richtung eines von außen verursachten, vielleicht fremdenfeindlichen Hintergrunds, so gestern der zuständige Staatsanwalt. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist zunächst wichtig, eine Brandursache zu ermitteln, damit man weiß, in welche Richtung letztendlich die Ermittlungen laufen, Richtung Fahrlässigkeit oder eben Richtung Vorsatz. Und natürlich, dass jetzt sogleich mögliche Zeugen identifiziert und zeitnah vernommen werden. Sie werden also zum einen Vernehmungen durchführen, gibt es potenzielle Zeugen, was können die dazu sagen? Und zum anderen legen wir großen Wert auf den objektiven Befund. Die 25-köpfige Ermittlungsgruppe arbeitet deshalb weiter an der Brandursachenklärung. Dabei gibt es, neben einem bewusst von Außenstehenden verursachten Brand, zwei weitere Optionen. Das Feuer könnte auch von innen vorsätzlich gelegt worden sein. Daneben ist auch ein rein technisches Versagen möglich. Deshalb werden jetzt auch die Elektroinstallationen und ein Heizkörper genau untersucht. Wo ist der Brand genau losgegangen, die Brandausbruchstelle, und hoffen, dass die uns dann Aufschluss über eine mögliche Brandursache gibt durch entsprechende Untersuchungen. Und das objektive Ergebnis bringen wir mit den Vernehmungen in Einklang. Für den verheerenden Brand in der Rottenburger Asylunterkunft, dem gestern 84 Menschen aus Gambia und den Balkanstaaten knapp entkamen, kann im Moment weiter keine Ursache ausgeschlossen werden.